Ja, und ein recht herzliches Hallo wieder zu MXGB 2, das offizielle Motocross Videogame. Ich gehe jetzt nicht wieder raus in den Haupttitelbildschirm. Ich weiß nicht warum, aber da stößt man hin und wieder das Spiel ab draußen. Also dem gewohnten Bildschirm, was ihr kennt. Deswegen bleibe ich hier in dem Menü. Gleich im Karrieremenü. Ja, keine Ahnung, aber hin und wieder hängt jetzt auch einfach das Spiel auf draußen in dem Hauptmenübildschirm, wo ich immer gestartet bin sonst. Ja, das nur mal so nebenbei. Und ich, ja, dieser Part, den nehme ich jetzt direkt am selben Tag auf wie den vorigen. Deswegen habe ich jetzt sicher noch nicht die Kommentare eben vom vorigen Grand Prix noch gelesen. Aber viel wird sich zumindest verändern. Jetzt vom Spiel her wird sich jetzt eh nicht viel. Deswegen lasse ich auch jetzt auch alles einmal so noch. Ja, das Einzige, was ich mal testen noch wollte, genau, wäre unseren Helm zumindest. Die Schuhe sind eh relativ egal. Den Helm einmal testhalber anpassen an die Kleidung. Und zwar hätten wir da dunkelblau, gelb und orange. Da mal in erster Linie nur schauen, ob es was gäbe und wie das ausschaut. Es ist zwar nett, das schon... Jetzt erst schauen wir mal, ob es überhaupt was gibt. Das ist einmal Punkt 1. Ja, der Rossi-Helm könnte funktionieren. Ja, wird schwierig, dass wir da genau so einen haben, der uns gefällt. Mit Gelb, das würde gehen. Ich bin da immer wieder am Rumexperimentieren und... Ich weiß auch nicht. Schauen wir, ob wir uns an die Dress unten ein bisschen annähern könnten. Orange, blau. Ich weiß nicht, ob es das Blau von da unten, ob wir das irgendwo haben. Das ist natürlich jetzt die große Preisfrage. Ich hoffe, ihr verzeiht es, wenn wir da einmal kurz jetzt durchschauen. Achso, warte mal, ja, wir haben einen Scott-Anzug. Scott. Wo sind wir hier bei Fox? Ja, das Blau wäre zumindest hier mal halbwegs gegeben mit, ja, mit Gelb oben. Das, okay, Scott können wir sich einmal merken. Damals noch Blau, ja, aber der gefällt mir nicht so gut. Fox können wir uns mal merken. Just. Für alle Ungeduldigen, keine Sorge, wir sind gleich dort. Aber wir sind gleich durch. Die finde ich auch irgendwie geil hier. Ich hoffe, man kann wirklich so viel auswählen im MotoGP beim nächsten. Das wäre so geil mit den ganzen Helmen. Vielleicht haben sie jetzt eh... Na gut, die waren nur vom MXGP, die... Die Ding haben hier die Lizenzen wahrscheinlich. So, jetzt Scott. Vielleicht ist da was da... Vielleicht sollte man... Ja. Ja, aber... Ja. Dass wir schon hier bei derselben Marke bleiben, oder? Das könnte auch funktionieren. Ja, das passt wieder eher zum... Ja, irgendwie passt das nicht zu unserem Anzug irgendwie. Ich weiß nicht, gefällt mir irgendwie nicht so gut. Die Kombi jetzt an sich. Das Blau ist wieder zu hell, oder? Also wieder ein bisschen rausstechen. Was haben wir gesagt? So, jetzt nehmen wir was und dann fahren wir. Ja, komm, den probieren wir jetzt einmal. Den probieren wir jetzt einfach. Wie schaut denn das von außen aus? Naja. Das kann ich mir vorher von außen gar nicht anschauen. Ist auch nicht so geil, oder? Geld haben wir genug, das kann man raushauen, das macht nichts. Ich setze gleich einen schwarzen Helm auf. Aber ich will jetzt einen Scott haben, dass wir da zumindest von der Marke her auch gleich sind. Und das kann ich mir jetzt nicht anschauen, zum Beispiel. Ja, da haben wir das Blau. Das
Sag mal, hier wäre es aber da gar nicht drin, oder? Ah, Leute, ich weiß es nicht. Sorry. Wie ist der? Ja, scheiß drauf, nehmen wir den. So, Brille will ich auch eine Scott haben. Dass das alles hier zusammenpasst. Oh, die ist doch geil, oder? Was könnte noch passen? Ja, die ist zumindest unten farblich gut dabei. Die sticht ein bisschen raus. Eieiei, wieder die Qual der Wahl, das ist wieder unfassbar. Ich kann mich da nie entscheiden. Was habe ich da am Anfang gesagt? Na komm, scheiß drauf. So, und dass wir alles von Scott haben. So, jetzt haben wir alles von Scott. Gibt's da auch einen Scott? Ja, haben wir eh. Perfekt. Optimal, ja. Okay. Es ist ja unfassbar. Ja, ich muss da immer herumdüfteln. So, nächstes Rennen. Bleiben wir auf 5 Runden. Ja, sicher, oder? Das passt schon. Aber es ist schon härter zu fahren hier mit den 450ern, muss man sagen. Jetzt das letzte Rennen zumindest. Das war schon gar nicht einmal so ohne da auf gewissen Stellen. Nein, hart war es nicht, aber... Ja. Hat schon seine kleinen Tücken gehabt, deswegen waren wir auch nicht ganz vorne dabei. Aber wir haben ja auch ein bisschen ein schlechteres Team, was eher hinten angesiedelt ist. Ja, und deswegen natürlich können wir auch nicht vorne mitfahren. Das ist schon, das passt schon von der Leistung her. So, jetzt will ich hier reinschauen ins Quali. Sind jetzt mehr wie 22 dabei? Nein, sind es gar nicht. Na, haben wir doch gedacht. Aber ob das immer die gleichen schon ist, sind von Anfang an oder nicht. Aber wo wären die dann? Mein Teamkollege, der Deutsche zum Beispiel. Qualifiziert sich der nie? Das gibt's ja nicht. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Qualis wieder kurz reinschauen, ob man vielleicht doch sehen. So, was ist da jetzt? Qualifying. Hä? Zur Strecke, jetzt geht's. Jetzt, genau. So. Wo sind wir jetzt? Habe ich gar nicht geschaut. Oh, da ist auch schon wieder so eine Stelle hier. Oh, 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 oh. Hier die Enge wieder. Die ist geil, das ist mit der langen rechts hier, oder? Da war ich zumindest mit 250er. Immer fast ein bisschen schneller wie die KI. Ob man da eine lange Übersetzung... Ah, traue ich mich nicht. Bleiben da konservativ und bleiben auf Mittel. Ah, die Strecke ist aber auch irgendwie geil, glaube ich. Relativ breit auch. Mal schauen, wie es mit der 450er geht. So, jetzt ist wieder im Vergleich zur vorigen Strecke wahrscheinlich ganz anders und ich bin wahrscheinlich vorne dabei, oder? Wollen wir da auf oder täuscht das? 1,6 Vorsprung oder wie? Eieieiei. Dann fahren wir mal die ganze Runde. Oh, da muss man überlegen, ob man da nicht vorher ein bisschen Gas rausnimmt und hier die Welle schöner nimmt. Aber der Belag ist irgendwie geil zum Fahren. Nicht so tiefe Stellen drin. Na komm, jetzt fahrt er wieder, das ist ja so nervig, wenn er auf einmal abbiegt wieder. Sind wir da schon über die Ziellinie? Nein, nein, noch nicht. Dritter, okay, eine Runde fahren wir noch.
dann geht's ins Rennen. Muss das natürlich auch mit dem Körper ein bisschen reinlegen. Sechs Vorsprung. Hier war das ein bisschen langsamer, oder? Ja, dann schaut das schon ein bisschen besser aus. Bei knapp einer Minute war das. Kann man sich merken vielleicht. Und da liegt der nächste. Und da ist schon ein tiefes Loch da hinten. Das war einer mit einer Leopard-Lackierung, glaube ich. Eine KTM. Sind wir nicht mit 3,1 Vorsprung, oder? Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Also, naja. Hier stimmt es wieder mal gar nicht im Vergleich zum letzten Grand Prix. Aber so sowas von krass. Im letzten war ich doch Vierter, oder? Oder so irgendwas mit Quali. Und hier habe ich 2, nein, das ist... Okay, nach dem Quali können wir mal auf keinen Fall gehen nach den Zeiten. Die stimmen, entweder stimmen es relativ gut, wie man sieht. Also wie man es hier nicht sieht, oder sie passen, also entweder passen sie halbwegs oder sie passen überhaupt nicht. Und das gleich extrem krass von den Zeiten her. Also das finde ich jetzt extrem schwach vom Spiel. Dass das so riesen Unterschiede gibt beim Quali. Das kann nicht so schwer sein, dass eine so eine Runde für einen normalen dann ungefähr die Zeit nehmen. Das muss doch wer probiert haben. Das kann ja nicht sein, oder? Ich verstehe das nicht. Nein, das werde ich nie verstehen. Aber gut. Schauen wir mal, wie es uns im Rennen da geht. Das ist eine Hütte in der Mitte. Vielleicht fahren wir ja sogar vorne weg. Die ist nicht zu eng, das ist gut für uns. Baum hier mit Hole Shot, jawohl. So, die rechts wahrscheinlich bin ich schneller wie die anderen, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, da haben wir schon mal einen kleinen Vorsprung, genau so habe ich mal gedacht, wie bei den 250ern ungefähr. Aber jetzt, oh, da hinten gab es einen Crash. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir auch über die erste Runde unsere 2 bis 3 Sekunden da auf die KI rausfahren können, oder ob das nur die Zeit war. Da springt schon mal der Erste daher. Streckenlayout ist echt geil, also das muss man sagen, da gibt es Schlechteres. Ah, der war nicht so Bombe da rechts. Glück gehabt. Uiuiui, zum Glück keine Zurücksetzung, ist auch so ein bisschen nicht über ganz gleich. Nagel hinter uns! Ja, man sieht, sie waren, na gut, ich habe einfach einen Fehler drin gehabt, muss man auch sagen, fairerweise. Schauen wir, und fahrfrei überholt Nagel hinten, ja, fahrfrei. Kommt man vor, als... Oh, ist er... Dass der meistens... Oder sagen wir, im Vergleich zu Nagel... Ja, super, du. Ich bin doch ein Depp. Dass der zu Nagel... am dicken schnell ist im Race.
Ah, schauen wir mal, beobachten wir das da hinten mal. Die überholen sich gleich wieder gerade gegenseitig. Wo ist schon wieder Cairoli und so? Was gibt's ja jetzt? Habe ich das im Qualifying gar nicht genau angeschaut. Hinten sind zwei Suzuki-Piloten. Von Cairoli allerdings wieder absolut nichts zu sehen. Schade. Aber hier können wir uns natürlich für die Meisterschaft extrem wichtige Punkte holen. Sollten wir hier die zwei Siege rausfahren, so ein bisschen raus und dann... Eigentlich sollte man den ersten Hügel fast noch langsamer nehmen, dass man dann mit Vollgas über den zweiten, dann kann man auch über den dritten schön drüber jumpen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Das können wir mal... Ach du Scheiße. Was war ich da? Das wäre jetzt fast mein Fahrfehler gewesen. Könnte man probieren bei dem Hügel. Aber Experimente eher im Training vielleicht. So, Runde 3 haben wir. Das wäre jetzt in 250 im Monat schon die letzte Runde wieder. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen einen größeren Vorsprung. Aber ist auch gut so. Schauen wir mal dann in der letzten Runde vielleicht einmal onboard probieren zumindest. Erste Mal Premiere auf der 450er. So, hier probieren wir es einmal außen, ohne den einen Hügel hier mitzunehmen. Ja, ist auch ganz nett. So, wir nehmen uns jetzt da hinten den... dem einen Hügel wieder, dann wollen wir jetzt das Experiment einmal wagen. Ah, okay, nein, ich bin nicht viel, nein. Ja, so ungefähr haben wir gedacht, aber da am ersten Hügel so viel Tempo rauszunehmen, bringt, glaube ich, im Endeffekt nicht wirklich viel. Müsste man sich bei der kompletten Rundenzeit einmal anschauen. Aber wir bleiben bei unserer Linie. So, fahrfrei hinter uns, 2,2. 2,2 ist auch gut. Wo ist Nagel? Ich befürchte, er hat ihn überholt. Ja, das war jetzt mein Fail. Ganz klar. War nichts von Nagel hier zu sehen. Ja, ich habe wieder gecrashed, dass wir schauen, wo Nagel ist. Und fahrfrei hat ihm da aber schon einiges an Metern abgenommen. Also so krass hätte ich es mir gar nicht gedacht. Oh, da kommt das Heck. Weil ich mit extremen Körper auch nochmal reinlehnen. Da haben wir ihn schon wieder. Aber dafür ist aber hinter Nagel auch keiner. Also der hat dafür alle hinter ihm im Griff. Die zwei Suzuki-Piloten müssten da eigentlich sein dann. Hinter Nagel. Ja, eine Saison möchte ich definitiv bei Maximilian Nagel fahren. Habe ich aber eh schon erwähnt, auch im ersten Video. So, hier ziehen wir jetzt voll drüber. Ist egal wieder. Auf der Husqvarna mit der Red Bull. Red Bull Sponsor drauf. Das wird sicher ganz nice. Runde 4 von 5. Konzentrieren hier, konzentrieren, Bernie, 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 komm, 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 jetzt kommt sogar Favre wieder vorbei. Ah, das ist gar nicht mal so Ding hier. Ja, wenn man da nicht alles sauber durchfährt, das ist gar nicht mal so souverän dann. Ah, keine Scrub, ich bin da ein bisschen... Ah, hier geht das gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle von der 250er her. Aber gut. Aha, aber Nagel kommt schon wieder näher. Das sind immer so Phasen auch, glaube ich.
Oder haben wir ihn jetzt ein bisschen aus dem Tritt gebracht? Könnte natürlich auch sein. Oh, da ist er dran! Da kommt er jetzt auf einmal! Was ist denn da los? Das ist aber auch geil, dass der auf einmal so zulegen kann. Im Modus-Spiel ist das überhaupt nicht so. Das finde ich geil. Das ist auch nur annähernd ein bisschen in die Richtung MotoGP reinbringen auch. Wäre das der Wahnsinn. Ja, das Riesenloch hier rein. So, letzte Runde. Jetzt soll man müssen wir nur mal sauber noch das Ganze nach Hause fahren. Wow, und Nagel auf Höhe Favre. Könnte sich noch den zweiten Platz holen. Spannung pur hier ums Podium. So, Bernie nur kein Blödsinn mehr zusammenfahren. Und da fahre ich raus. Und da fahre ich wieder hier auf der Stelle raus. Ich darf es nicht sagen. Warum? Es ist ja... Ich habe keine Ahnung. Das war ja... Ja. Ja, das ist ja... Was war denn das? Was war denn das wieder für ein... Egal, vergessen wir das. Ja, und Nagel hier vor Favre. Nagel vor Favre. Ja, ich... Da hat er nochmal wirklich sich... das Ganze aufgespart. Vielleicht haben wir ihn noch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Das kann natürlich auch sein, aber das macht nichts. Wow, Leute. Schaut euch das an. P4. 9,1 Rückstand. Cairoli auf der 5 immerhin. Villopoto auf der 6. Aber die ersten drei hier, also ich, Nagel und Favre, haben dann 9 Sekunden auf den Rest der Welt hier gegeben. Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob das im zweiten Rennen nochmal so der Fall sein wird. So, kurzes Getränk nochmal nehmen. So. Puh. Und los geht's. Ja, Cairoli ist da erst Zweiter in der Pole gestanden anscheinend. Konnte sich aber nicht in der ersten Runde durchsetzen. Anscheinend mal schauen, ob er jetzt gut dabei ist. War ja eh der zweitschnellste oder der drittschnellste in dem Fall. Cairoli, ist er hinten dabei? Ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Nagel hinter mir schon wieder. Okay, Nagel hat es einmal geschafft, wieder hier in der ersten Kurve mal, dass er noch wieder vorne, dass er wieder vorne mit dabei ist. Da kann er heute auch wieder gute Punkte mitnehmen. Da hat es wieder das Heck. Das ist alle hier, alle wieder dabei. Nagel, jetzt ist er gecrashed. Gibt es eine Wiederholung? Nein, wir können nur so zurückgehen. Ah, ich kann aber nicht schauen. Verdammt. Moment, wie sehen wir das? Ah, jetzt crasht er nicht. Na, ah, und ich wollte in den Zeitlupen-Modus rein. Okay, dann haben wir ihm, da haben wir ihm auch jetzt einen Rewind gegönnt. Ich dachte, er stürzt nochmal, dass wir uns wieder mit dem Stoppbild und dann mit der freien Kamera vielleicht anschauen können, was da los war. Na gut. Oh! Das war meine Schuld. Und da redet man gleich noch einmal. Das ist unfassbar. So, jetzt gehen wir nochmal weiter. Sag ich ja, es passiert in jedem Grand Prix passiert irgendwas. So, mit einer sauberen Runde könnte ich wieder so viel Vorsprung immer generieren. Aber irgendwie ist das gar nicht so einfach. Ah, da sind wir raus. Ja, das ist gar nicht so ohne das Eck. Ja, sie sind da wieder. Jetzt springe ich wieder da raus. Unfassbar. Koltenhof. Da muss ich immer so ärgern. Das ist alle hier. So, die rechts. Ich dachte schon, kommt nicht mehr um die Ding rüber. Und Favre schleicht sich wieder hier von der 2 an. Nagel in Führung. Ja, schaut dann im Endeffekt leichter aus, als es dann eigentlich ist, über die ganze Runde immer. Schießt schon wieder Favre daher.
wenn wir wieder ankommen. Ah, die fahren da aber die Linie so, wie ich es gesagt habe, glaube ich, oder? Mit vorne langsam und dann im zweiten raus beschleunigen, oder? Und von Hornbeck hinten mit einem Sturz. Springe wieder da raus. Was ist denn da los? So, Runde 3. Konzentriert bleiben. Ah, schön genommen, die Passage da hinten. Aha. Sorry. Max. Du warst hier gerade ein bisschen langsam. Anders würde einer crashen hinter mir, aber das war nicht der Fall. Ja, die fahren das anders hier, aber im Endeffekt bringt sich mir gefiel. Oh, wir ein bisschen langsamer drüber. Von der letzten Runde gehen wir auch noch da links, das waren wir schon zweimal draußen. So, Runde 4, zwei Runden noch. Nagel hinter uns, jetzt habe ich mit der Runde wieder ein bisschen gefangen. Konzentration ist angesagt. Boah, da haben wir 2,3 auf Nagel, sehr schön. Also schaut es ein bisschen besser aus, als wenn wir da immer so reinspringen in den Hügel. Langsam bekomme ich ein bisschen Gefühl für die Strecke. Ich müsste einfach nur mehr Runden fahren, glaube ich. Sprach er und sprang von der Strecke wahrscheinlich oder so irgendwie. Na, jetzt habe ich das Eck auch drauf. Ja, man braucht einfach nur genug Runden, dass man die speziellen Ecken drauf hat. Das geht schon. Da sind wir auch zugleich in der letzten Runde. Jetzt geht schon langsam. 3,7 auf Nagel. Ah, okay. Wahrscheinlich muss auch das Timing passen. Ja, so fährt man das richtig, glaube ich. Aber wie gesagt, mit genug Runden kommt man dann schon drauf auf die Tricks.
Boah, da ist ein Loch drin. Das wird ja immer mehr, oder? Das Loch wird immer mehr. Das finde ich auch geil. Sowas finde ich geil. Ach du Scheiße. Oh, was waren da jetzt? Ja? Ich habe schon ein paar Mal die Bande mitgenommen. 7 auf Nagel. Habe ich jetzt schon gehabt. 7 Sekunden. Ah, das Eck ist nicht zu unterschätzen, weil ich da vorher rausgefahren bin ein paar Mal auch. Und Doppelsieg, Bernie Baum. 5 Sekunden auf Nagel von Favre. Favre konnte nicht mitgehen mit Nagel. Nagel hat einen super Speed gehabt hier. Dann die Salvel, Potter, Koltenhoff, Berlin, Cairoli nur 8er. Ach du Scheiße. Eieieiei, wer weiß nie mit den Crashes und so. Cairoli nur 29 Punkte. Baum 50, 44 Nagel. Sehr schön, Favre, die Salle. So, da kommt Nagel auf Favre wieder aufholen. 132 zu 127, 116. Und wir klopfen sogar mit 113 jetzt auch an. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, sage ich da nur. Jo, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wie gesagt, dieser Part, den habe ich gleich zum vorigen jetzt quasi hintereinander aufgenommen, um noch einmal zur Info. Falls ich jetzt in dem Video auf die vorigen Kommentare vielleicht, wenn es was gegeben hätte, nicht noch einwirken konnte. Aber das, wenn es ausgeht, und dann nehme ich lieber gleich einmal zwei Parts auf, dass ich auf jeden Fall für den nächsten Tag dann, wenn ich da Dienst habe, eben noch ein Video gleich parat habe. Ansonsten versuche ich es immer so mehr oder weniger täglich immer zu machen, dass ich da immer am Laufenden bin mit den Kommentaren auch. Halbwegs zumindest. Aber das kriegen wir schon hin, Freunde. Das kriegen wir schon hin. Das war's mit dem Part. Wo geht's hin? Es geht nach... Bitte, Motara. Bitte. Bitra Murata. Ja, wenn wir fahren, werden wir es dann sicher wieder sehen und uns erinnern an die Strecke. Da gibt es durchaus noch interessante Strecken, vor allem jetzt mit der 450er. Wird es definitiv schon einmal interessanter. Jo, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank. Danke auch für den Daumen, wer einen rausknallt im Vorhinein gleich. Und also einen Daumen nach oben, das Like. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei MXGP2. Das offizielle Motocross wiedergeben. Ciao, ciao.